Hallo, hier kann man das Programm starten. Man muss erstmal das Programm herunterladen. Ich habe hier einen Link angegeben, das finden Sie in der Anleitung. Und ich starte das Programm, ich schreibe Python main.py oder Pepsilon main.py, je nachdem. Okay? Man muss kurz warten, also es dauert einen Moment wegen Deep Learning Modelle und wie nach Rechner. Also man sieht hier das Hauptprogramm und das ist die Database. Und ja, man sieht hier, das Programm ist gestartet. Ich möchte euch noch zeigen, wo ich die Gesichter gespeichert habe. Also wenn man in die Media geht und in Faces, sieht man zwei Gesichter, einmal von mir, einmal von Trump. Und wenn Sie Ihr Gesicht auch identifizieren möchten, dann müssen Sie hier auch angeben. Speichern oder man kann von dieser Funktion, also man sieht auch die zwei Bilder, man kann die Foto uploaden. Erstmal starte ich die Kamera, ich nehme die Kamera Nummer 1 und man sieht hier, die Kamera ist gestartet. Hallo, man sieht mich jetzt und jetzt starte ich mit der Gesichtserkennungsfunktion. Ja, erkennt mich ganz schnell. Ich zeige noch andere Bilder in mein Handy von Trump. Ja, ihr kennt hier uns und man sieht hier unten die Gesichter. Jetzt versuche ich mit Mundschutz, ich würde aber nicht. Ihr kennt mich trotzdem. Sehr gut. Okay. Und wenn man das wechselt, dann ja, ich habe eine Maske. Und wenn man die Tabelle aktualisiert, dann sieht man ja meinen Namen und die Maske. Ganz gut. Okay. Jetzt habe ich keine Maske wieder. Man kann auch die Geschlecht klassifizieren. Also ich bin männlich und die Altersspanne. Also jetzt muss man kurz warten. Das funktioniert nicht ganz gut jetzt, aber ich muss sagen, ich bin 28. So, ja, das ist richtig. Okay, es dauert noch einmal. Bei Omissionen, wenn man so glücklich oder so. So, also man kann die Gesichter, ich bin nicht gut bei Gesichterausdrücke, aber man kann das machen. Hier sieht man die Gesichterpunkte, also wie ich erwähnt habe, jede Gesicht hat bestimmte Punkte. Und anhand die Abstand zwischen diesen Punkten ist unser Gesicht Signatur. Man kann auch Gesicht unbekannter machen. Das heißt, und das kann man nutzen in manche Fälle bei Polizei oder so oder Fernseher. Ja, Alter funktioniert ganz gut jetzt. Also ja, also es macht Klassifizierung pro Frame. Ich will das Programm beenden.